Jetzt haben sie es in den eigenen Händen. Der SV Lichtenberg 47 gastiert beim 1. FC Lok Stendal am 27. Spieltag der Oberliga Nord. Tennis Borussia Berlin hat am Wochenende gegen Alt-Lüdersdorf zu Hause gepatzt und somit hat Uwe Lehmann mit seinen Lichtenbergern in den schwarzen Trikots alles in seiner Hand. Und so versuchen sie es auch mit Philipp Grüneberg im Angriff. Die Lichtenberger übrigens mal wieder mit Mike Haubitz in der Startelf, der aufgrund seiner Meisterprüfung einige der letzten Spieltage verpassen musste. Die Gastgeber haben von Jörn Schulz eingetrichtert bekommen, sie sollen auch nach vorne spielen, eigene Chancen suchen, dennoch Lichtenberg mit viel Dominanz und Nils Fiegen in der Vorwärtsbewegung. Grüneberg hat viel Platz, sucht den Abschluss und Brechler verpasst in der Mitte. Thomas Brechler, der hat ja mal beim SV Alt-Lüdersdorf gespielt, die Tennis Borussia die Suppe versalzen haben. Schienan, Flanke ist gut, Brechler ist da, 1:0 für Lichtenberg, 10 Minuten erst gespielt, sein 10. Saisontreffer. Thomas Brechler, der hat ja schon mal einen Oberliga-Aufstieg erlebt in Wolfsburg in der U23. Und hier ebnet er alles für diesen weiteren Weg. Toller Angriff, das geht schnell für die Lokverteidigung. Und bei dieser Direktabnahme von Thomas Brechler hat Lukas Kütschek keine Chance, den Ball noch zu halten. Nächster Freistoß von Christian Garve. Da muss der Torwart aufpassen, weil kein Lichtenberger mehr an den Ball kommt und so geht der Ball trotzdem gefährlich aufs Tor. Gute Freistoßsituation in der 18. Spielminute. Die wird 20 Minuten später. Es ist ein fades Spiel, weil beide Mannschaften viel verteidigen. Wiederholt. Garve. Versucht es direkt. Kütschek aufmerksam im Tor. Gute Freistoßchance für Christian Garve. Aber auch Lok traut sich mal nach vorne mit Maurice Schmidt. Wird nicht richtig angegangen und die Flanke wird fast zum Torschuss. Am Ende ungefährlich für Niklas Wollert im Tor. Die Lichtenberger, die bessere, auffälligere Mannschaft. Haubitz, klasse Ball. Auf Thomas, Brechler! Tommy Brechler, das hätte das 2:0 führen werden können, aber Kütschek kommt früh genug raus, um Schlimmeres zu verhindern. Eckball von der linken Seite von Nils Fiegen. Findet Olwitz! Und das 2:0 für Lichtenberg. Super Kopfball, David Olwitz springt am höchsten und macht seinen 8. Saisontreffer perfekt. Umso länger die Saison geht, umso öfter trifft er auch. David Olwitz, der Kapitän, vorbildlich für seine Mannschaft. Und die 80 mitgereisten Lichtenberger Fans machen die insgesamt 361 Zuschauerkulisse noch einmal richtig heiß. Es gibt noch einen Freistoß, wir sind in der 45. Minute. Abgefälscht. Aber Haubitz wartet im Rückraum und der Abschluss ist gefährlich. Zur Pause bleibt es erstmal beim 0:2.15 Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit kommt Lichtenberg wieder nach vorne. Garve auf Grüneberg. Philipp Grüneberg wird gelegt von Torwart Kütschek. Schiri Dahlmann sagt nichts, das gefällt Thomas Brechler nicht wirklich. Es gibt ein kleines Pläuschen, am Ende können sich alle Beteiligten beruhigen und das Spiel kann weitergehen. Die Gastgeber weiterhin mit guter Arbeitsmoral, Marholt mit der klasse Übersicht für Niklas Buschke. Und Buschke versucht es einfach mal mit der Drehung. Schöner Versuch für ihn. Die Gastgeber versuchen trotz der wahrscheinlich kommenden Niederlage den Schwung mitzunehmen in die nächsten Spiele. Grüneberg, wieder guter Ball, auf rechts, auf den eingewechselten Maximilian Schmidt im Zusammenspiel mit Grüneberg. Kütschek kriegt zweimal die Finger dran. Riesenparade von Lukas Kütschek. Super reagiert, vor allem beim Abschluss von Garve, den kratzt er wirklich von der Linie. Wieder Lichtenberg, wieder Garve. Spielt ihn auf links, Einsiedel, super Ball in die Mitte und Banze hat die Chance zum 3:0. Nach 72 Minuten bleiben die Lichtenberger ohne ein weiteres Tor. 90. Minute, das Spiel kriegt einiges an Nachspielzeit. Lichtenberg kommt nochmal, Garve im Abseits, deswegen geht Haubitz alleine und sucht dann wieder Grüneberg in der Mitte, der auffällig ist, sich hier ein bisschen verletzt und dann kurze Zeit später für Olo ausgewechselt wird. Es wird keine schwerere Verletzung sein. Lok kommt nochmal mit einem Einwurf von der rechten Seite, geht weit rein und spektakulärer Fallrückzieher.
aber ungefährlich, weil keine Kraft dahinter ist beim eingewechselten Seidel Holland. Und dann ist es soweit. Lichtenberg 47 gewinnt mit 2:0 verdient, nimmt die 3 Punkte in das Topspiel gegen Tennis Borussia Berlin mit. Und Uwe Lehmann und seine Mannschaft stehen schon mit 1,5 Füßen in der Regionalliga.